Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Wild Shade und zu den ersten Update-News und zum Winter-Update in Wild Shade. Und was wird erstmal angepasst? Nun ja, das Winter-Update wird voraussichtlich erstmal großteils nur Bugfixes beinhalten. Und was werden alles für Sachen gefixt werden? Als erstes wird der Endless Level Bug, denn wie ihr hier an meinem Ping-Pong sehen könnt, übrigens finde ich Kosmos auf Schwarz mega, mega, mega nice, levelt man momentan weit höher als es möglich ist. Eigentlich sollte 920 möglich sein, Ping-Pong seht ihr selber ist 1034, also erstmal wird das angepasst. Und dann wird das Maximum von Mooncoins angepasst. Wenn ihr oben rechts auf euren Screen schaut, seht ihr ja die beiden Währungen. Und das linke sind die Mooncoins. Und die dachte eigentlich Trivola nicht, dass die so schnell erreicht werden, also das Maximum. Das Maximum war nämlich bei 800 Mooncoins vom Tag her. Und das wurde eben jetzt dann... Entschuldigung, das war eben am Anfang nicht erwartet, dass das Ganze so schnell erreicht wird. Diese 800 Mooncoins habe ich zum Beispiel aktuell mit so, ich bekomme 20 Mooncoins so pro Level, das heißt 5 pro Rennen. Also brauche ich 5 für 100 und dann eben das Ganze mal 8, das sind so 40 Rennen ungefähr. Das wäre es bei mir und danach bekomme ich nämlich keine Mooncoins mehr und das soll auf jeden Fall erhöht werden. Dann gab es noch einen Fehler mit einem Namen. Und das wird auf jeden Fall auch noch angepasst. Wichtig hierfür, normalerweise kommt das Update ja immer am Freitag. Aber da sie ja beim letzten Mal schon gemerkt haben, dass das vielleicht nicht so clever sind, weil dadurch ja mehr Bugs dann noch passiert sind und auf die nicht eingegangen werden konnte. Aus dem Grund wird das Update dann eben erst in Mitte der nächsten Woche kommen. Und dafür dann die ganzen Fixes eingespielt werden und wir können uns darauf freuen, dass danach dann die ganzen Sachen auch richtig funktionieren. So, ich mache währenddessen jetzt auch nochmal ein Rennen hier mit Ping-Pong. Oh nein. Ich bin immer noch so ein bisschen am Versuchen, dass Ping-Pong dann eben nochmal die neue Variante auch dann mit den Regenbogenaugen bekommt. Hab das aber bisher noch nicht geschafft. Übrigens finde ich das mega, wie krass das jetzt aufschaltet auf die Bots. Das war ja davor nicht so. Davor hat man die Bots immer eher verfehlt. So. Ist übrigens hier eine echt geile Strecke. Also gerade... Oh Gott. Ich werde hier die ganze Zeit von Wirbelstürmen getroffen. Ist eine der Strecken, die ich wirklich sehr gerne mag. Oh nein. Jetzt nehme ich hier gerade echt alles mit. Ich hoffe ja, dass jetzt gleich das Ganze schon aufhört. Und nein. Verdammt, ich dachte, ich schaff's noch. Hier ist jetzt schwierig, nach hinten zu schießen, weil die Wand halt nicht, ich wollte gerade sagen, nicht dazu einlädt, nach hinten zu feuern. Also rundenzeitmäßig werden wir hier nicht so viel rausholen. Da hätte ich jetzt gut und gerne mal einen überholen können. Übrigens, hier ist es ganz wichtig bei der Sache, was ich jetzt gerade nochmal gesehen habe. Also es ist wichtig, dass wenn ihr seht, dass einer mit dem Schild von hinten kommt, dass ihr dann nicht nochmal irgendwas in ihn reinfeuert. Denn dadurch bekommt er Punkte. Und ihr bekommt halt nichts gut geschrieben dafür. Alter. Also ich bin ja gespannt, ob generell zum Winter auch noch irgendwas anderes reinkommt. Sei es jetzt so ein bisschen... Vielleicht ein Winter-Outfit oder sowas in der Art. Da habt ihr zum Beispiel gerade gesehen, da wurde zum Teil wurde nämlich der, oh mein Gott, der mit dem Schild getroffen. Gott sei Dank wurde halt auch noch jemand anders getroffen und deswegen hat das trotzdem gezählt für die Punkte. Also Gegenstände werden wir hier gerade ordentlich bekommen an Punkten. Denke ich mal zumindest. Ich muss mal gucken. So. Ihr könnt mir ja auch gerne mal wieder in die Kommentare reinschreiben, was für ein Level ihr bisher so erreicht habt in Wildshade. Wie ihr gerade so steht, ich persönlich, mir macht es mega viel Spaß. Und ich muss auch sagen, ich bin also ein bisschen am Suchen von dem Game. So, Ping-Pong ist im Ziel.
Und wir gucken mal das ganze Jahr. Wir haben zeitlich gesehen, das ist gar nicht so eine schlechte Score. Wenn man bedenkt, dass mein Rekord bei 4100 liegt, ist das doch gar nicht mal so schlecht. Ich bin gespannt, was ihr zu den Update-News sagt. Wie ist eure aktuelle Score bisher? Und dann verabschiede ich mich jetzt hier mit meinem Ping-Pong. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.